Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion, und während ich hier das Intro mache, fange ich schon an zu laufen. Wir wollen auf nach Sri Malina. Ich werde nochmal bei bei unserem Kelten vorbeischauen, ob der was Neues für uns hat. Aber dann gucken wir in Sri Malina. Das heißt jetzt erstmal für euch Timelapse. Wobei, ich bin ja eigentlich jetzt, während ich hier schon das Intro mache, fast da, ne? Das heißt, dann machen wir das und Sri Malina mit Monster killen wird dann der Timelapse. So, dann einmal hier hoch, einmal da hoch, einmal rum. Ja, zwei links, zwei rechts, zwei fallen lassen. So, Bildschirmausschnitt neu laden. Ja, komm schon. So. Und dann einfach hier hinten, da geht dann irgendwo die Schlingpflanze wieder hoch. Und dann sind wir schon da. Das ist ja ein flotter Weg. Nach Sri Malina ist es wegen den Gegnerkämpfen üblicherweise etwas länger. So. Dann wollen wir dann nochmal. So, blöde Allergie. So, muss man immer mal wiederholen. So, und durch hier. Dann quatschen wir nochmal mit ihm. Haben wir hier nochmal irgendwie, ne, nichts Besonderes. Sagt er zu dem Fätzchen hier was Besonderes? Nö. Was sagt er eigentlich zu der Lösung hier? Nö. Das war ja schließlich für seine eigene Schatzkammer, wenn man es so nimmt. Dann ist hier also nichts Besonderes. Dann würde ich sagen, wenn er mich durchlässt, so einmal auf zu den Iskai. Wir sehen uns also dann dort. So, wir sind in Sri Malina angekommen. Ich will eben schnell nochmal gucken, was ich verkaufen kann. Kommst du wohl? Hast du mich gefallen? So. Und zwar auf jeden Fall das ganze Fleisch hier. So. Wir können auch problemlos die 21 Tränke kaufen. Oh, das ist natürlich teuer. Die sind billiger und weniger. Und die werden wir sicher auch brauchen. So, dann haben wir nämlich hier wieder Slots. Da der Laden hier den gleichen Faktor hat wie die Läden in der Stadt, können wir auch hier einfach verkaufen. Was ich jetzt geschafft habe, da fehlt der Platz mittlerweile. So, den Lim. Sieht nicht schlecht aus. Okay. Wobei eigentlich ist es auch so, dass wir jetzt momentan nichts haben, was wir kaufen können groß. Also kann ich auch sagen, ich kaufe die für die 420. Wir haben jetzt nichts groß, wo wir drauf sparen. So, und verkaufe dann die Vanya-Kugeln, weil ich jetzt häufiger mit dem Zeugs ankommen werde. So. Und zwar habe ich im letzten Kampf ausprobiert, dass der Kristallwurf deutlich nicht nur mehr Schaden macht, sondern der bleibt halt auch, wenn ich werfe. Das heißt, ich kann hier diesen Bogen
Und die ganzen Pfeile kann ich verkaufen. Und er bräuchte vielleicht noch Fernkampfkram, das könnte vielleicht helfen, weil er auch ganz schlecht im Fernkampf ist. Also er sollte hier, Meltas wird zunächst Fernkampf lernen einfach. Ich schätze aus, Kristalldolch, mal eben die Verteilung gucken. 10 gegen 8, ja nee, das ist... Und das Ding macht kritische Treffer hoch. Ja, dann werde ich wahrscheinlich Kristalldolche auch. So. Ich werde die Magie von den Dingern sowieso nie verwenden. Von daher kann ich es auch verkaufen. So. Sira, wie viel Platz hast du noch? Aha, okay, dann kriegst du eben nochmal hier so ein paar Tränke an die Backe. Die sowieso vor allem du trinken wirst. So, jawohl, ist schon besser. So, dann hat der mich wieder ein bisschen mehr Platz. Ein bisschen mehr Gewicht Platz. Die Pfeile kommen hier in den Verkaufsslot. Das geht an Tom. 95. So, die Spitzhacke auch. 97, genau. So. Und dann werde ich auch diese Ringe, die den Feuer, den Feuerball zaubern können, kostenlos tatsächlich auch veräußern. Das Ding hier, das ist die. Das war die Lösung für ein Rätsel. Das brauchen wir nicht mehr. Das heißt, die kann ich jetzt auch wegwerfen. So, das Rätsel haben wir nicht schon gelöst. So, das ist mich auch nochmal ein Haufen Geld im Endeffekt, der hier steckt. Genau, so, Sira hat ein bisschen Gewicht frei. Das heißt, die kann wahrscheinlich. Ist das 1 Kilo? Gut, Sira, du nimmst die 90 noch. Weil du sie ja zum Zaubern brauchst. Dankeschön. So, du hast keinen Platz mehr, oder? Hinter? Tränke hat sie nicht, die ich kaufen kann. Und ja, doch, die hier noch. Ja, machen wir das doch einfach. So. Und verkaufen stattdessen einen Feuerring für 400 Gold. Jetzt haben wir Gewinn gemacht. Jetzt gucken wir mal, ob die stacken. Jawohl, tun sie. Zack, tschüss, weg damit. Und wir haben wieder einen Haufen Geld. So. War natürlich für mich eine schwere Entscheidung, jetzt das zu machen. So, okay. Aber einmal verkaufen. So, nächster Schritt. Wir reden mal. So, hier ist noch 5. Wir reden mal mit der Gilde. Oh. Das sieht nach einem Absturz aus. Das hatte ich noch nicht. Interesting. Ja. Das heißt wohl, ich muss hier. So. Tschüss, DOSBox. Und jetzt sinkt er die Spielstände. Gucken wir mal, dass das jetzt nicht bleibt. Gespannt, was das ausgelöst hat. So. Ich habe zuerst gespeichert unter Gefahr und das war nämlich, als ich hier das ausgetauscht habe. In die Magiergilde zu gehen war tatsächlich auch nicht unbedingt der beste Weg. Weil wir haben ja schon, wir wissen ja schon, dass wir alle Magischen haben. Reden wollte ich eigentlich mit diesem anderen Typen. Tatsächlich. So, wir können ruhig hier so. Wie schaut das eigentlich aus mit der Magie? Ist das jetzt? Ja, genau, wir haben noch volle Verteidigung. So. Der kann hier richtig schön platt gemacht werden. Schauen, ob der da stehen bleibt. Dann hat er mich hier von der Axt getroffen, hoffentlich. Nee, nicht von der Axt getroffen, ist aber wohl stehen geblieben. So. Und dann fliegt er so. Dann würde ich sagen, speichere ich jetzt häufiger. Und das eben mache ich eben nochmal den ganzen Kampf nach. Hier ist noch einer. Und wenn ich mit dem Kampf durch bin. Ach, das war der Kampf, mit dem ich das Axt ausprobiert hatte. Die Flugaxt. Das habe ich dann so.
Und dann sehen wir uns nach den beiden Kämpfen, wenn ich wieder ins Gelaminal bin. Und dann speichere ich wieder und dann gucken wir mal. Ich wollte eigentlich mit diesem anderen Typen reden. Da ist ein Wohnhaus, wo wir reingehen können. Der hat uns einiges erzählt. Mit dem wollte ich nochmal reden und dann nochmal mit dem Kneipenwirt. Und dann geht's wieder zurück nach Kaunas. So, und da sind wir ins Gelaminal. Ich habe ein bisschen gewartet am Ende. Immer speichern hier. Nehmen wir mal hier Let's Play 1. Jawohl. So, ich habe ein bisschen gewartet, damit man wieder was sieht. Die Gesichtskarte, ich weiß nicht. Das habe ich, da habe ich nicht dran gedacht. Ich habe das hier auch einfach auf warten drücken können. Naja, wurscht. Also noch einmal in den Gemischtwarenladen. Noch einmal kaufen und verkaufen. So. Und zwar die ganzen Tränke hier. So. Her damit. So, dafür kriegst du schon mal die Fleischbrocken. Und vor allem die zwei Ringe. Das ist jetzt ein bisschen anders. Dann verkaufe ich dieses schöne Kettchen. Der Grund ist relativ simpel. Ja, damit bitte trinken. So, der Grund ist relativ simpel. Und zwar habe ich niemanden anderen, der Platz hat für die Kette. Aber diese anderen Items, die haben in Belovino noch Platz. So, und die Kristalldolche. Nee, ob ich was anderes habe, was ist jetzt nicht loswerde. Ich glaube, die Kristalldolche muss ich hier auch verkaufen. Aufgrund von Platz ist es dann der letzte Händlerslot. Ja, genau. Ja. So. So, und dann würde ich sagen, speichern wir nochmal. Jetzt komme ich die kritische Stelle, wo das Spiel abgestürzt ist. LP2. Ich hoffe, ich kann mir das merken. LP2. So, und jetzt wollen wir aber nicht in die Dings, sondern wir wollen hier oben hin. Ich wollte mit diesem Typ hier reden, der uns Informationen gegeben hat. Das ist ein bisschen komisch, dass es gibt ein Wohnhaus, das ich rein kann. Da haben sie ein bisschen lasch gearbeitet, aber hier ist er. So, was wisst ihr über Skimalina? Okay, das Heiligtum, ich bin mir sicher, dass ich das alles schon habe. Ich muss nur mal gucken. Es gibt die Kritas. Weißt du irgendwas über dieses Ding? Nein. Was ist mit dem Tabu? Ich will immer durchgucken, was ist mit den Kritas. In der Nähe von Kaunas gibt es ein Höhlensystem. Das stimmt, da sind wir schon durch.
Dann sagt er hier auch noch, das ist das. Das Heiligtum, da sollen wir nicht hingehen. Okay. Dann würde ich sagen, das war's alles, oder? Oder soll ich nochmal gucken? Soll ich nochmal gucken, vielleicht die anderen mir was zu sagen haben? I'm grasping straws hier, wie man so schön im Englischen sagt. Keine Ahnung, was ich machen soll. Das wäre von eben wahrscheinlich. Ich will mit Leuten reden. Die werden weg. So, Lord holt sich von der Ernteschicht. Kann ich den durch die Wand ansprechen? Naja, wenn er an der Wand steht, wahrscheinlich schon. Der begrüßt mich nur, auch keltisch. Ja. So. Einmal so durch. Ich sage, dass da hier gibt's nichts, ne? Ich konnte den Arim nochmal ansprechen, der hat mir jetzt nichts Besonderes gesagt. Kann ich hier oben rein? Das ist wahrscheinlich nur die Küche oder so. Ja, genau, Küche. Gut, da ist noch ein erwachsener Iskai. Jetzt glaube ich, dass es ein erwachsener ist. Wir haben einen strengen Geruch. Wir können uns, das stimmt, wir können uns tatsächlich nicht waschen, ne, in diesem Spiel. Wenn ihr Ed hier in der Kneipe trifft, sagt ihm einen Gruß von Trera. Sagt ihm, er soll etwas früher nach Hause kommen, schließlich hat er noch eine Familie. Aha, das heißt, der Kneipenwirt wohnt hier. Kann das sein, dass wir das letztes Mal nicht gesehen haben? Kann das sein, dass das hier etwas freischaltet? Sie haben Platz für Gäste, wir können hier bleiben. Okay. Kann nicht viel Zeit nehmen, es gibt eine Menge Arbeit zu tun. Meine Söhne ernten das Obst an den Plantagen von der Stadt. Bestimmt habt ihr uns die Zeichen der Gärten schon gesehen. Und ich muss die Früchte weiterverarbeiten. Okay, das ist interessant. Eventuell sprechen wir, wenn es nicht von alleine passiert, jetzt den Wirt mal auf Drira an. Falls das nicht schon, nehmen wir mal Hauptmenü, Spielstand speichern, nehmen wir auch mal den nächsten hier wieder. So. Und das ist im Gasthaus. Den Wirt, das müsste hier nach rechts und dann runter sein. Und sagen, hey, komm mal wieder heim. Was ist ihr hier? So. Aha, ich grüße euch. Leider ist meine Stimme schlecht. Das liegt daran, dass ich... aber wir sollen selbst nicht mit Kontos reden. Okay, das ist der gleiche Text. Ich kaufe mal eine Ration, dann ist er bestimmt freundlicher. Und dann geben wir mal ein Degira. Ja, meine liebe Frau, sie macht sich immer zu viele Sorgen um mich. Aber ihr könnt ihr sagen, dass ich heute nicht zu lange arbeiten werde. Das ist doch schon mal gut. Das können wir doch eigentlich auch einfach mal machen. Gehen wir nochmal Pause und sagen eben Bescheid, hey, der kommt bald zurück. So, das ist, müsste hier in der Küche die Person gewesen sein. Nein, das ist die Person, die sagt, wir sollen baden. Was wir, glaube ich, nicht können. Ich glaube, das Parfüm haben wir auch nicht mehr. Nee, tatsächlich. Tatsächlich ist das nichts Besonderes. Okay. Das hat auch nichts getriggert. Das war ja meine Hoffnung ursprünglich. Dass ich, wenn ich jetzt hier. Wenn mal hier sonst noch ist. Jira, freut mich euch kennenzulernen. Das ist Jira, der hier so. Der uns eine Frikadelle ans Ohr labert. Das ist der 0,7er Händler in der Kneipe. Den wir nichts verkaufen wollen, weil. Well, ja, das ist auch kein Deutscher, aber Englisch denken. Wir können ihm natürlich Sachen verkaufen, die wir sonst nirgends anders verkauft kriegen, weil der Platz nicht ausreicht. Aber momentan ist der Stein. Nee, der ist wertlos. Ne? Ja. Gut, das ist gut. Hier
Ja, der Besuch lohnt sich, weil wir Zauber kaufen können, aber wir haben schon alle Zauber gekauft. Deswegen gehen wir da nicht nochmal hin. So. Dann speichern wir nochmal, diesmal wieder beim ersten. So. Es gibt ein Tabu, wir sollen nicht in das Dings reingehen. Vielleicht, wenn wir nicht in das Heiligtum reingehen, aber ihm einfach nahe kommen. Das heißt, was ich jetzt überlege, ist, wir gehen dahin, da sind lauter Furchtgegner. Wenn wir die besiegen, aber nicht in das Heiligtum reingehen, ob wir dann, ob das vielleicht was triggert, weil wir haben ja gesagt, wir kommen, da kommen doch Gegner raus. Vielleicht ist die Idee im Spiel, dass wir diese Gegner sehen und besiegen und dann irgendwo hin und sagen, ey Leute, aus einem Heiligtum kommen die auf, was ist denn da los? So ungefähr. Aber das gucken wir uns nächste Woche an, würde ich sagen. Ich sage jetzt erstmal, ciao, miau.